Hallo meine Lieben, ja, da bin ich heute zum dritten Mal, denn ich habe noch einen kleinen Basteltipp für euch. Und zwar habe ich ja diesen Blog vom Action, da gibt es ja mehrere von. Und ich habe gestern mit euch diese tollen Sterne gemacht. Und ja, ich habe mir gedacht, ich möchte aus diesen Sternen jetzt einen Kranz machen und ich brauchte ja einen Kranz als Hintergrund. Und den könnt ihr euch entweder ganz einfach aus einem Stück grüne Pappe oder farbig passender Pappe zu den Faltpapier oder Faltstreifen oder fertigen Sternen wählen. Oder ihr macht es so wie ich. Ich nehme jetzt einfach diesen Kranz, der in diesem Block ist, als Hintergrund für meinen Kranz, den ich dann mit den Fröbelsternen dekorieren möchte. Und zwar nehme ich den Kranz und ich möchte gerne diese Schleife benutzen, weil die passt von der Farbe her ganz gut zu den Sternen. Und darum werde ich diese benutzen. Also das wird ein Dekokranz, den ihr allerdings nicht nach draußen hängen könnt, weil er ja nur aus Papier ist. Aber in der Wohnung macht er sich ganz gut oder als Fensterdeko. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal damit, und kleben die Schleife zusammen. Dazu geben wir einfach hier ein bisschen Tumbo drauf und kleben die beiden Enden zusammen. Wie ihr diese Schleifen ganz schnell selber herstellen könnt, das habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das versuche ich mal euch zu verlinken, entweder in die Infobox oder ja, ich setze es als Link hinten an dieses Video dran. Da seht ihr dann, wie ihr diese Sterne ganz schnell selber machen könnt. Dann kleben wir das Ganze einfach hier auf das Unterteil der Schleife. So, müssen natürlich auch schauen, dass es richtig rum ist. Und dann nehmen wir einfach das Mittelteil und das kommt hier so rum. Einmal rum und das kleben wir dann auch einmal hier hinten mit einem Tröpfchen Kleber zusammen. Genau. So. Und damit haben wir dann schon unsere Schleife. Dann legen wir uns den Kranz so hin, wie wir ihn am besten haben möchten oder wie wir ihn positionieren möchten. Und dann kleben wir einfach die Schleife auf den Kranz. So. Und dann nehme ich jetzt einfach diese Sterne. Die habe ich allerdings ein bisschen verändert. Ich habe euch ja gezeigt, wie man diese Sterne macht. Und dann waren auf beiden Seiten diese Hörnchen. Jetzt habe ich auf einer Seite die Hörnchen einfach abgeschnitten, so dass der Stern auf der anderen Seite flach ist. Und so kann man den Stern wirklich schön hier aufkleben. Das funktioniert dann ganz toll. Ja, man muss hier einfach so ein bisschen in der Mitte drücken, damit der Stern auch an den Kleber kommt. Ne? Sonst hält das wohl nicht. So, einfach hier in die Mitte so ein bisschen drücken, das stellt sich gleich alles wieder auf. So, dann verteilen wir einfach unsere Fröbelsterne einmal um den Kranz. Und hier, wo dann so frei ist, da könntet ihr zum Beispiel noch diese Sterne hier verwenden, die dabei waren. Ihr könnt aber auch Perlen, Sticker, Glitzer, ja, alles verwenden, was ihr gerade so zur Hand habt.
und den letzten. So, und ich werde jetzt einfach noch hier und da so einen Stern dazwischen kleben, weil ich die ganz schön finde. Einfach so. Zack. Ihr könnt da auch 3D-Pads nehmen, dann ja, bekommen die Sterne halt noch so ein bisschen mehr Tiefe, aber es geht auch so. Und hier haben wir auch noch ein paar Sternchen. Ich finde die mit den Schneeflocken ganz schön. Die passen auch gut zu dem Papier, ganz gut. So. Und dann da oben noch einer. Und dann denke ich, mir reicht das dann auch schon. Voilà. Sternchen hin. Und ja, ihr könntet jetzt halt noch mit ein bisschen Glitzer arbeiten oder Strasssteinchen oder. Da ist natürlich wieder der Fantasie keine Grenzen gesetzt, das wisst ihr. Ich werde jetzt hier noch ein Bändchen dran machen und ich denke, ich werde das Ganze dann als Fensterdeko benutzen. Denn meine Fenster sind noch nicht ganz fertig. Da fehlt noch ein bisschen was. Und ja, da passt er ganz gut. Ja, es war ein kurzes Video, aber ich wollte euch mal zeigen, was ihr mit diesen Sternen noch so anfangen könnt, außer ja, sie falten und an den Tannenbaum hängen. Ihr könntet sie so, wenn sie so flach sind, auch auf ein Geschenk kleben. Ihr könnt sie, ja, wie hier, als Kranz verarbeiten. Also es gibt noch ganz viele tolle Sachen, die ihr damit machen könnt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Morgen gibt es wieder ein neues Video von mir. Dann werden wir auch Sterne falten, aber in einer anderen Form. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. So, ihr Lieben, viel Spaß beim Nachbasteln und tschüss!